So, jetzt habe ich wieder 51 Minuten, die ich aufnehmen kann. Währenddessen war jetzt nichts wirklich Knallhartes, was wir jetzt irgendwie großartig hätten verpasst. Boah. Ich glaube, wir kommen langsam in den Kern.
Entschuldigung. Muss man ganz kurz eben was machen. Jetzt sind wir wieder weg. Und dann haben wir die Kohle anbei. Diesmal habe ich nur leider keinen Teppich. Also muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, wir kommen langsam in den Kern. Es gibt dafür einige Anzeichen. Und zwar die Blitzaktivität nimmt spürbar zu. Der Regen nimmt zu. Und der Wind. Das heißt aber auch, ich kann jetzt so lange nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr allzu lange hier die Tür offen lassen. Weil schon das Parkett ein bisschen nass wird und das ist echt Holzparkett, das ist gar nicht mal so gut. Hallo. Handy nicht vergessen. Wir gehen jetzt mal runter eben. So, von hier aus kann ich jetzt wieder ein bisschen besser filmen. Wir kommen jetzt direkt rein in den Kern. Es wird echt super windig. Der Regen nimmt jetzt richtig zu. Richtig sturmähnlich. Sehen wir, wie der Regen da von dem Autodach abperlt. Er kommt jetzt richtig. Jetzt wird fahrig. Wir kommen jetzt gleich richtig rein in das Ding. Wir sind jetzt inmitten der Konvergenz quasi.
sitzt fast von allen Seiten. Das sah gerade so geil aus, muss ich euch zeigen. Der Regen sammelt sich hier auf der Straße. Richtung Innenstadt. Und Wassermarsch. Da kommen gerade richtige Bäche runter. Jetzt kommt der Regen quasi senkrecht nach unten. Seht ihr das? Hört ihr das vor allem? Seht euch das mal hinten am Bahnhof an. Leute, der Wahnsinn. Es hagelt! Es hagelt! Kommt Hagel runter! Jenny, hier kommt Hagel runter, hör mal. Hier kommt ein Wasser runter, sondergleichen. Alter, geht das hier rund, ey, sag ich dir, aber ist sowas von. Versuch mal auch für dich ein kleines Video zu machen. Siehst du das, Jenny? Alter, hier geht halt ab, ey. Die Spitzkatze jetzt fährt gerade ein bisschen nach. Guck dir mal unser Beet hier vorne an. Steht voll unter Wasser. Ja, was soll ich dazu sagen, Mutter? Hier kam gerade Hagel von so einem halben Millimeter, ja, sagen wir mal, Viertelzentimeter oder was? Das soll 2,5 Millimeter gewesen sein.
runter. Und die Straße hat gerade ja, locker den Bordstein eingeholt. Das Vorbeet hier steht völlig unter Wasser. Und unser Hinterhof steht auch völlig unter Wasser. Ich gehe gleich nochmal in den Keller gucken, ob da eventuell irgendwie was passiert ist. Wegen unserer komischen Tür da hinten. Junge, Junge. Muss eben kurz mal was nachschauen gehen eben. Sorry. Scheint nichts in. Junge! Seht euch das an! Unser Hinterhof steht völlig unter Wasser hier. Leute, wir sind hier gerade voll durch das Zentrum gegangen. Ich habe jetzt gerade mal ein paar Fotos für meine Mom gemacht. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich weiß, du guckst auch hin und wieder mal meine Videos. Alter Vater, ey. Geht halt ab. Von links, von rechts, von vorne, von hinten, überall am Blitzen, ey. What the fuck? Ich muss auf jeden Fall gleich mal im Keller gucken gehen, wie es da aussieht. Aber seht euch das wirklich an, ja. Unser ganzer Hinterhof steht hier voll unter Wasser. Bis zu 2 cm, 3 cm sind da bestimmt jetzt hier. Leck mich am Arsch. So viel Energie, um diesen, in dieser Zeit des Jahres, ey. Leck mich an den Sock. Huh, der war schön. Bin jetzt gerade mal überlegen, ob ich mal versuchen soll, zum Bahnhof zu rennen. Aber dafür müsste ich die Kamera mal eben kurz ausmachen und meine Tasche von meinem Shirt hier reinkloppen. Damit die nicht allzu nass wird, das Teil. Ich bin mir ganz sicher, dass auch dadurch jetzt wahrscheinlich an die Feuerwehr irgendwann ausrücken darf. Was Blitze. Ja, Freunde, ich versuch's mal.
Ich sock jetzt mal zum Bahnhof und dann filme ich noch von da ein bisschen. Wird aber zwar klatschnass werden, aber who cares? Berufsrisiko. Oder Hobbyrisiko. So. Ihr könnt es sehen, bis wie weit das reingeregnet hat hier. Oh, die Kamera ist schon so nass. Einen Moment. Sorry, aber ich musste mal kurz die Kamera trocken machen. So ein Ding kostet ja mal ein bisschen Geld, ne? So. Das kann ich mir momentan nicht leisten, weil mein werter Sachbearbeiter vom Amt einfach nur ein hohlköpfiges Stückchen Scheiße ist. Sorry. So, ich versuche jetzt mal zum Bahnhof zu joggen. Und ich melde mich dann von da aus wieder. Ah, Scheiße, da ist gerade ein Zug angekommen. Das heißt, ich muss noch ein bisschen warten, beziehungsweise ich werde noch ein bisschen warten, weil ich die Person. Mit drauf haben möchte. Gut am Regnen, wie ihr seht. Aber sonst momentan alles gechillt. So, ich sock jetzt mal los Richtung Bahnhof und ich melde mich dann von da aus nochmal wieder. Ich hoffe mir von da auch noch ein paar gute Bilder. Bis später.